Diese Ausstellung findet hier in den Gerichten statt und ich habe versucht, mich auf das Thema Gericht und Sitzen und Warten darauf einzustellen. Hier sind überall Stühle und ich habe aus meinem ganzen Fundus nur Arbeiten herausgesucht, wo Leute, Menschen dargestellt sind, die sitzen. In Zeichnung, in Malerei, in Skulpturen, in Bildhauerei, in Bronzefiguren. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es ein Thema ist, was ich gerne bearbeite. Ich habe auch vor meiner Werkstatt eine riesengroße Figur, die große Rote stehen, sitzen. Und diese Figur zum Beispiel ist aus einer Serie Mensch und Hund. Ich habe selber einen Dalmatiner und habe natürlich auch Dalmatiner dargestellt. Aber jetzt habe ich hier mal den kleinen Jack Russell mitgebracht. Der kriegt gleich noch einen Knochen. Und ja, ich neige auch ein bisschen dazu, manchmal etwas überspitzt darzustellen. Das wird man auch besonders hier in dieser Ausstellung sehen, weil ich da auch manche eine Illustration mitgebracht habe oder auch Gerichtszeichnungen, weil ich dachte, dass die hier gut zu diesem Ambiente oder zu dem Inhalt des Gebäudes passen. Ja. Herzlich willkommen im Fachgerichtszentrum zu unserer Ausstellungseröffnung. Diesmal mit Werken von Frau Karin Burmann, Roth, zum Thema Sitzen. Ich freue mich, dass Sie zu der ersten Ausstellung des Jahres 2024 unsere Gäste sind. Diese Einrichtung, Galerie in den Gerichten, bedeutet ja, es sind drei Gerichte hier vor Ort. Das ist einmal das Sozialgericht ganz oben und am Dach, dann das Verwaltungsgericht und der Hessische Verwaltungsgerichtshof. Wir begrüßen Sie aufs Herzlichste. Mein Name ist Werner Bodenbender und ich bin der Präsident des Verwaltungsgerichts, nur damit Sie einordnen können. Ich danke Ihnen, dass Sie auch diese Gelegenheit wieder nutzen. Eine Ausstellungseröffnung ist für uns immer etwas Besonderes, aber ich denke besonders für Sie als Künstlerin. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir entsprechend Sie auch hier mit Ihren Werken gebührend feiern können. Frau Burmann-Roth ist Schöpferin zahlreicher Arbeiten, die im öffentlichen und sakralen Raum zu sehen ist. In Kassel ist das Besondere, dass eine ihrer letzten Arbeiten, bei deren Einweihung ich selbst auch dabei sein durfte, ist unser Vorbild, die Juristin und Politikerin Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes. Es gab ja wohl nur vier Frauen, die damals mitgewirkt haben. Und deshalb ist Frau Selbert so eine bedeutende Person. Und sie hatten das Standbild geschaffen, das Sie oben am Ständeplatz bewundern können, wenn Sie mal vorbeischauen. In dieser Ausstellung jetzt, die Sie gleich besichtigen können, präsentiert Frau Burmann-Roth freie künstlerische Arbeiten. Die Ausstellungsräume mit den darin platzierten Stühlen sind so aufgenommen worden, dass es eine Ausstellung zum Thema des Sitzens geworden ist. Sowohl Skulpturen aus Bronze als auch aus farbig gefasstem Beton sowie Gemälde und Zeichnungen treten in den Dialog mit der Umgebung. Näheres werden Sie uns sicher gleich darstellen. Mich erinnert das jedenfalls zum Teil schon an die Menschen, die hier in unseren Räumen ja oft sitzen müssen, weil sie auf etwas warten, nicht sitzen im Sinne von Strafrecht. Das ist hier in diesem Bereich ja völlig anders. Aber sie warten auf eine Verhandlung, sie warten als Beteiligte oder als Zeugen. Und deshalb ist das Sitzen müssen in den Gerichtsfluren leider nicht immer zu vermeiden. Vielleicht finden Sie die eine oder andere Arbeit, die diese Gedanken aufnimmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu
dieser Ausstellungseröffnung zu dem Thema sitzen. Karin Burmann-Roth und ich kennen uns schon so lange, dass ich die Jahre gar nicht mehr zählen kann. Wir sind uns begegnet in der Werkakademie für Gestaltung, damals noch in Kassel-Bettenhausen, bevor sie dann nach Waldau umgezogen ist, und haben da auch viele Dinge gemeinsam erlebt. Und ich war gerade gestern Abend unterwegs zur Handwerksform, weil es da eine Ausstellung gab zum Thema Kunsthandwerk. Und dann bleibt es nicht aus, dass man in kurzen Augenkontakt gerät zu Elisabeth Selbert. Und diese Skulptur, es gibt ja sehr viele Skulpturen in Kassel und auch im Umfeld von Kassel, die Karin Burmann-Roth geschaffen hat. Aber ich muss sagen, die Elisabeth Selbert berührt mich immer noch mal ganz besonders, weil sie einfach so auf dem Boden fixiert ist. Also sie hat keinen Sockel, sondern sie kommt einem förmlich entgegen. So, als hätte sie noch ein ganzes Stück Lebendigkeit. Und das zeichnet für mich auch in gewisser Weise das Werk von Karin Burmann-Roth aus, dass sie den Mut hat, auch so etwas zu wagen wie diese Figur ohne Skulptur. Rodin damals hat es mit seinen Bürgern von Calais nicht geschafft. Ohne Sockel war das. Ohne Sockel. Was habe ich denn gesagt? Egal. Ohne Sockel natürlich, um Gottes Willen. Ja. Das Thema Sitzen. Skizzen, Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen. Und da gibt es zum einen einige aus dem Material Beton und zum anderen aus dem Material Bronze, die hier sozusagen das Thema vertreten. Und neben diesen ausgestellten künstlerischen Arbeiten haben wir jetzt, anders als bei der Vorbesichtigung, auch die Möglichkeit, sitzende Originale anzuschauen. Also das heißt, es wird jetzt durch die Besucher quasi auch ergänzt, wie sich das anschaut, wenn Menschen sitzen. Vielfältige und facettenreiche Arten und Weisen, das Thema darzustellen, zu interpretieren. Zeichnungen, die im Gericht entstanden sind, in der Öffentlichkeit beobachtete Szenen, die dann im Nachhinein komponiert werden, Porträts von Nachbarn, von Freunden, natürlich auch Auftragsarbeiten. Gesehenes, Erlebtes, Ausgedachtes, abgekürzt vielleicht auch Reales und Fiktives. Ältere und neuere und ganz neue Arbeiten bilden den Reigen der Ausstellungsstücke. Und das ist natürlich mit dem Thema Sitzen, das hat Herr Bodenbender auch schon formuliert, ein ganz wunderbarer Bezug zu der Örtlichkeit, zu der Räumlichkeit, wobei ich durchaus auch an das Sitzen nach einer Verurteilung gedacht habe, muss ich gestehen. Also auch wenn das hier im Haus so nicht passiert, aber man hat es einfach als Assoziation natürlich im Kopf. Also das wartende Sitzen oder das sitzende Warten und die vielen unterschiedlichen Situationen, die sich dazu ergeben, oder auch das Sitzen als Modell. Zum Beispiel diese beiden Menschen, dieses Ehepaar, hat Karin Burmann-Roth gebeten, ihr Modell zu sitzen. Und sie merken anhand der Kleidung und auch der entsprechenden Physiognomie, Farbigkeit etc., dass das Mitbürger sind mit einem Migrationshintergrund. Also auch dieses Thema, und ich weiß nicht, inwieweit hier im Haus auch solche Verfahren vielleicht eine Rolle spielen, ist hier mit anwesend in der Malerei. Die Darstellungsweise von Karin Burmann-Roth lässt sich im Grunde als realistisch oder auch naturalistisch beschreiben. Es geht ihr nicht um Abstraktion. Und dennoch entwickelt sie einen ganz eigenen Stil im Rahmen der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gegenständlichkeit. In manchen Arbeiten wird der Inhalt fast ein wenig karikiert. Manche Figuren wirken im positiven Sinne manieriert, also das heißt etwas überzogen, um zu verdeutlichen. Und
damit dem Realismus sozusagen auch etwas an die Seite zu stellen. Man könnte es vielleicht auch als eine gewisse humorvolle Überzeichnung beschreiben. Und da gibt es ein Blatt hier in diesem Flur, ich weiß nicht, ob Sie das schon wahrgenommen haben, eine sogenannte Seance hat sie da als Motiv gewählt. Ich denke, Sie wissen alle, was das ist, eine spiritistische Sitzung. Und da sitzen weibliche Figuren um den Tisch, also auch die Art und Weise, wie die da sitzen und wie die zusammen sind. Und das ist sozusagen Seance, wie man sich das vielleicht auch laienhaft vorstellt. Und das ganz Besondere ist, dass man dann unten rechts in der Bildecke noch ein paar Füße sieht. Offensichtlich hat eine Figur die horizontale Lage inzwischen bevorzugt und sitzt nicht mehr mit in der Runde. Und das meine ich mit so einem gewissen humorvollen Blick darauf, das dann in so einer Art und Weise darzustellen. Und das finden Sie an ganz, ganz vielen Stellen. Oder auch wenn Sie an die Skulpturen denken, manche der Dargestellten, die sitzen schon auf dem Hocker. Wir haben ja da auch dann sozusagen nochmal die Stuhlbeine und außerdem die Beine des Modells oder der Figur. Aber sie sitzen manchmal so, als hätten sie eigentlich schon was Nächstes im Blick, als wären sie in gewisser Weise auf dem Sprung. Andere sitzen auch ganz entspannt und bequem. Also da werden ganz unterschiedliche Dinge auch von Karin Bormann-Roth beobachtet und entsprechend ins Bild gesetzt. Und die Gegenständlichkeit ist immer vorhanden. Und was ich sehr besonders finde, und da würde ich Sie einfach bitten, da auch beim erneuten Rundgang nochmal drauf zu achten. Manche haben Schuhe an, hier diese weibliche Figur trägt Schuhe, aber manche haben auch keine Schuhe an und dann müssen Sie unbedingt mal auf das Spiel der Zehen achten. Also was da in den Zehen alleine an Lebendigkeit unterwegs ist, das finde ich schon beeindruckend. Und dann gibt es am Ende des anderen Flures, ganz am Ende sozusagen, gibt es eine weibliche Figur mit ihrem Hund. Und dieses Thema Mensch und Tier ist für Karin Bormann-Roth auch immer wieder ein wichtiges Thema. Und in dieser Skulptur schaut die Dame in die Richtung, der Hund in die Richtung. Sie können auch entdecken, warum der Hund in die Richtung schaut, wenn Sie da ganz genau hingucken. Hast du schon gesehen, ne? Genau. Und dann sitzt diese Frau und man merkt an ihrer Körperhaltung, dass da keine Entspannung sozusagen gegeben ist, sondern die Art und Weise, wie sie da sitzt, die Haltung der Beine bis in die Füße. Und das heißt, man wird mit diesen Fragen auch im Sinne der Frage, was ist da eigentlich für eine Persönlichkeit vor mir konfrontiert. Und in dem Sinne können diese Skulpturen alle und natürlich die Bilder und Zeichnungen auch ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Und das finde ich auch immer wieder ganz besonders. Also diese Fragestellung, was ist da eigentlich mit der Figur? Warum hat sie diese Haltung? Und Haltung ist eine Frage, die ganz wichtig ist. Und ich würde gerne noch eine ganz kurze Bemerkung machen. Ich sehe sie jetzt leider gerade nicht, weil ich viele nette Menschen sehe. Aber da sind zwei Arbeiten aus Beton. Und wenn Sie sich die mal etwas genauer angucken, da war auch von der farbigen Fassung die Rede. Das ist ja etwas, was auch Holzskulpturen früher ausgezeichnet hat. Aber diese haben fast eher den Charakter eines Reliefs. Und das ist nochmal eine andere Form, sozusagen die Figur zu ergreifen und zu begreifen, als jetzt zum Beispiel hier die Dame, die zu meiner Rechten sitzt. Also das Thema Relief oder eben vollplastische Arbeit auch nochmal als Unterscheidung. Und der Stuhl als solches mit dem Thema Sitzen hat in der Kunstgeschichte natürlich auch eine lange Tradition. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was fällt Ihnen ganz spontan dazu ein? Der Stuhl in der Kunstgeschichte? Van Gogh. Sehr schön. Er hat den Stuhl für sich und den Sessel für Gauguin gemalt. Genau. Noch was anderes? Ich hatte eigentlich gedacht, es kommt was anderes. Auch mit Blick auf Kassel, Documenta Stadt Kassel, 7000 Eichen, der Fettstuhl von Josef Beuys. Da sitzt was anderes drauf. Da sitzt kein Mensch drauf, sondern das ist eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Aber von daher ist es auch ein Thema in der Kunstgeschichte. Und ich finde, dass diese
unterschiedlichen Medien auch gerade das Thema nochmal anders beleben. Und ich hatte das auch bei der Vorbesichtigung schon gesagt. Wir kennen Museen, wir kennen Galerien, wir kennen viele verschiedene Formen von Ausstellungsräumen, aber Kunst in einem Zusammenhang zu zeigen, wo eben ganz alltäglich Menschen unterwegs sind mit unterschiedlichen Anliegen, ist einfach nochmal für mich etwas Besonderes, weil es den Menschen vielleicht auch nochmal andere Impulse gibt, über etwas nachzudenken oder sich mit etwas zu beschäftigen, wenn sie hier sitzen müssen. In diesem Sinne. Der Ausstellung Gutes gelingen und vielen Dank für diese Vielfalt und der magische Satz, die Ausstellung ist eröffnet. Mhm.